Die Leute hat er hinter sich, wie alle Franzosen hier in Paris. Vielleicht können sie ihn noch ein Stückchen weitertragen. Das ist außerhalb seiner Komfortzone, wenn er da auf Vorhand Winner gehen muss. Welche Puri lädt ihn da so ein bisschen ein, so fast. Spielt den extra ein bisschen höher. Ja, vor allem in die Vorhand, also genau. Nicht, dass er drüber kann und läuft. Macht er eh selten, aber da kann er besser kontrollieren. Gibt ihm dann nochmal die Longline frei. Zack, spielt er hin. Gezündet. Spät zu sehen für Nishikori. Ist ja schon wieder halb auf dem Weg zur Rückhand. Denkst du? Perfekter Winkel. Ja, da haben wir mal die Technik. Steht nicht so leer hoch. Sehr unorthodoxer Auftakt der Bewegung. Vorhand im Haus. Nächster Breakball. Sehen hinten die Uhr. Naja. 20 haben wir noch. Drei. Ja, er versucht Energie freizusetzen, der Franzose. Er weiß auch, er muss jetzt in dem Satz bleiben. Den Satz muss er fast gewinnen. Ansonsten könnte das heute fast noch zu Ende gehen für ihn hier. Das ist gut gespielt. Da sieht man mal, was er für flinke Beine hat, wie er wirklich diesen Übergang zum Netz, wie nah er es da schafft, ans Netz zu kommen, ist unglaublich nah. Er spielt den Volley über der Netzhöhe. Läuft einfach durch, ohne Splitstep, ohne alles. Die Chancen nicht nutzen, Kenny Shikori. Baut so sein Gegenüber wieder auf. Und er leistet Gegenwehr.